In den Gotteshäusern dann die Schilder stehen, Kindergottesdienst frei erst ab 18 Jahren, nur in Begleitung Erwachsener. Nein, nein, die katholische Kirche hat schwer zu kämpfen. Neueste Hiobsbotschaft, die Sprengel verweisen. Ja, weil ein massiver Priesterschwund, da soll ich locker nehmen, da können manche Gläubige wieder mal aufatmen. Moment, Moment, von aufatmen kann überhaupt keine Rede sein. Wenn Sie uns den Westerwelle hier ins Haus holen, diesen Fitzekanz nicht, hat es das hier... Hat es das jemals gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es irgendeinem Politiker gelungen ist, im Amt des Bundesaußenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war? Nein, 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 nein. Diese Leistung ist einmalig. Damit wird der Westerwelle in die Annalen eingehen. In die was? Vergessen Sie es einfach. Nein, das ist Vergessen. Das ist Göttin. Vergessen Sie Aber die spätrömische Dekadenz, die hatte mir der Jesuitenschüler Geißler sehr schön um die Ohren gehauen. Haben Sie das mitbekommen? Ja, ja, der Geißler hat gesagt, die spätrömische Dekadenz bestand darin, dass die Reichen im alten Rom nach ihren fressgelagenen Eselsmilch gebadet haben und dass der Kaiser Caligula am Ende sogar einen Esel zum Konsul ernannt habe. Und insofern stimme der Vergleich von Westerwelle, weil wir ja vor 100 Tagen einen Esel zum Bundesaußenminister gemacht hätten. Ja, gut, also bis auf, bis auf die Tatsache, dass der Konsul ein Pferd war, habe ich daran nichts auszusetzen. Pferd, Esel, Wallach, spätrömische Dekadenz, frühliberale Demenz. Das Faszinierende ist, wann hat ein Politiker zuletzt derart entschlossen gegen den Wind gepisst? Ja, weiß ich nicht. Mich wird ja interessieren, was treibt diesen Mann? Den treibt überhaupt nichts. Er hat einfach seine letzte Tollwutimpfung geschwänzt. Ja, gut. Jetzt sitzt er in seiner selbstgebastelten Steuersenkungsfalle und kommt nicht mehr raus. Er hätte auf die alte Weisheit der Dakota-Indianer hören sollen. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steige ab. Ruhig, Brauner, ruhig. Dabei hat die FDP doch alles richtig gemacht. 11 Jahre lang haben sie sich auf die Regierungsübernahme vorbereitet. Sie haben sich auf das eine Thema konzentriert, das alle Deutschen bewegt. Steuersenkungen. Da ist der Deutsche ja von besessen, von Steuersenkungen. Wir sind ja über das mehr Netto vom Brutto längst hinaus. Die meisten wollen ja jetzt mehr Netto als Brutto. Diesmal haben die Deutschen ernst gemacht. 15% haben bei der Bundestagswahl die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Die sind rangekommen und sie haben Wort gehalten. Sie haben die Steuern tatsächlich gesenkt und sind dann auf 8-7% abgestürzt in den Umfragen. Was ist da los? Ich kann Ihnen das erklären. Die Hälfte der FDP-Wähler hat gemerkt, Scheiße, ich habe gar kein Hotel. Eine schöne Idee, den deutschen Hotels jedes Jahr 1 Milliarde Euro zu schenken, die wir gar nicht haben. Nur mal zum Vergleich, die Hilfe für Haiti ist erst noch mal aufgestockt worden, auf 15 Millionen. Da können Sie mal sehen, so schlecht kann es in Hotels auf Haiti noch gar nicht gehen. Das geht nur in Deutschland, mit diesem einen Thema, mit dem Steuersenkungsthema Politik zu machen. Die FDP hat ja nur ein Plakat. Seit 20 Jahren plakatieren die Steuern runter, Arbeit drauf. Die können auch plakatieren, Steuern runter, Wetter besser. Der Deutsche ist besessen, aber wer hat was von Steuersenkungen? Ich bitte Sie, in diesem Land haben 6 Millionen Menschen eine volle Stelle und die verdienen dank Leiharbeitsfirmen und Niedriglohnsektor so wenig, die zahlen überhaupt keine Steuern. Und bei Leiharbeitsfirmen müssen Sie nicht nur an Schlecker denken. Hacken Sie nie auf Schlecker rum. Die Caritas arbeitet auch mit Leiharbeitsfirmen zusammen. In ihren Pflegeheimen, ja sicher. Der Unterschied zwischen der Caritas und Schlecker ist nur, bei der Caritas kriegen die Mitarbeiter noch einen Bonus. Gotteslohn. Und dann können Sie doch vor Glück sagen, wenn Sie den nicht bei den Jesuiten in Form von Sachleistung ausgezahlt kriegen. Was hat der berühmte kleine Mann von Steuersenkung? Nehmen wir ein normales Gehalt eines kleinen Mannes oder einer kleinen Frau. 1800 Euro brutto im Monat. Davon zahlen Sie als Single in Steuerklasse 1 193 Euro Steuern im Monat. Und Sie zahlen 360 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie diesen Menschen die Steuern jetzt um 10% senken würden, was ja völlig utopisch ist, dann hätte der 19 Euro im Monat mehr. Da wird er die Konjunktur derart ankurbeln und parallel noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen. Jetzt haben Sie ihm die Steuern um 2 oder 3% gesenkt, da weiß er gar nicht, wo lege ich es denn diesen Monat an? Hei, hei, hei.
Aber keine Sorge, die Krankenkassen werden Ihnen Vorschläge unterbreiten, meine Damen und Herren. Von Steuersenkungen profitieren bei uns immer nur die Besserverdiener. Und denen muss man die Steuern überhaupt nicht senken, weil die organisieren sich die Steuersenkungen ja selber, ganz woanders. Da gibt es ganze Länder, die haben sich darauf spezialisiert. Unser nettes Nachbarland, die süße kleine Schweiz zum Beispiel. Ich meine, jetzt diese Steuerdaten-CD ist schon klasse, oder? Ist doch großartig. Den Leuten steht der kalte Schweiß auf der Stirn. Ich habe gelesen, wir brauchen sie gar nicht mehr kaufen. Wir brauchen das Geld gar nicht mehr ausgeben, die zeigen sich alle selber an. Schon 2000 haben sie selber angezeigt. Das machen wir jetzt demnächst immer. Alle 4 Wochen wird veröffentlicht. Da ist wieder eine CD im Angebot. Diesmal von der Bank, ne, und sofort alle. Die Schweiz ist natürlich stocksauer. Bei der Schweiz ist das ganze Geschäftsmodell in Frage gestellt. Die Schweiz lebt seit Menschengedenken, seit Generationen lebt die Schweiz davon, das geklaute Geld aller Verbrecher auf der Welt zu verwalten. Die haben über 4000 Milliarden Euro, die da verwalten. Und die sind auch wohl nichts fies. Die haben das Nazi-Gold versorgt, ne? Blutdiamanten, Geld von lateinamerikanischen Drogenbaronen, Schwarzgeldkonten, wer hat's erfunden? Sie können als Verbrecher in der Schweiz immer unterkommen, wenn Sie noch illegales Kapital mitbringen. Ja, da sind die doch stolz, auf diese Tradition sind die stolz. Da leiten die ihren ganzen Namen von ab. Helvetia, von Hehlerei, ist das ja abgeleitet. Und jetzt? Jetzt sind die natürlich sauer, weil das Geschäftsmodell in Frage steht. Und jetzt hat die Chefhehlerin, also die Bundespräsidentin, die hat gesagt, diese Steuerdaten-CD, das wären geklaute Daten. Und wenn die Bundesregierung diese Steuerdaten-CD kaufen würde, das wäre geradezu Handel mit Kriminellen. Und das kann man nicht machen, weil darauf hat die Schweiz ein Patent, meine Damen und Herren.